Das ist echt mal wieder überhaupt nicht gut. Kann ich mal hier bitte meine Ausrüstung annehmen? Hallo, darf ich durch? Ich bin Arzt. Macht Platz. Ja, anwenden auf Eis. Na dann, gucken wir mal. Okay, Eis ist wieder voll. Sehr schön. Völlig kalt, genau. Ach du Heilige. Okay. Und jetzt sehe ich wieder keinen einzigen, aber ich weiß, dass sie hier auf uns warten, die Schweine. Laufen wir mal hier hin. Ein Bücherregal. Okay. Ab nach oben. Genau, den haben wir auch schon erledigt. Glücklicherweise. Hier hinten war noch einer. Oder mehrere. Je nachdem. Genau. Der da, wollte ich doch gerade sagen. Das ist noch einer. Ja. Ich glaube, der erwischt uns nicht wirklich. Und die drei hier, was machen wir mit denen? Okay, da ist noch einer. Ich habe echt Angst um Eis, weil die... Okay, der ist auch tot. Der hier hat, der ist schwer verwundet. Moment. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. 70. Ist der hier tot? Ja. Das heißt, wir können doch jetzt eigentlich mit Peter einfach mal hier aus dieser Richtung. Ah, da ist auch noch einer. Der scheint aber auch schwer bewaffnet zu sein. Okay. Komm schon. Schieß. Tot. Super. Da sind auch schon wieder zwei drin. Ich gehe mal wieder um die Ecke. Gefährlich hier. Oh Gott, Robin. Nö, ich gehe aus dem Schussfeld. Robin kriegt hier gerade eindeutig zu viel Schaden ab. Heilen uns nochmal kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier speichern sollte, aber... Theoretisch würde ich sagen, ja. Denn wir haben schon ein paar Mutanten getötet. Den jetzt auch nochmal. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall speichern. Einfach mal hier auf der 1 unten. Dann kann ich im Notfall auch immer zwischen mehreren Spielständen hin und her wechseln. Hier sind auf jeden Fall noch zwei Stück drin. Ich kann mich nochmal mit Peter hier hinten umsehen. Ja, zwei Stück. Die sind auch noch relativ schwer ausgerüstet. Boah, das sind echt viele da hinten. Das sind wirklich viele. Ich habe etwas Angst, dass sie hierher kommen. Ist auch immer die Sache, wenn sie uns aus der Entfernung angreifen, dann haben wir sogar noch gute Chancen. Aber wenn die uns direkt im Nahkampf attackieren, ja, dann wird das schon schwierig. Schuss abgeblockt. Peter. Ach du Heilige. Viel zu gefährlich. Ich wusste nicht mal, dass da was hochgehen kann. Aber die hier kann man nicht hochjagen. Nee, die brennen nicht. Ist eigentlich auch schon logisch. Peter. Können es natürlich nochmal selber heilen. Das ist der große Vorteil von ihm. Komm schon, ja. Wir sind wieder voll. Nee, hier noch nicht, aber wahrscheinlich von hier aus, ja. Er hat uns jetzt aber auch mit einem einzigen Angriff extrem viel... Boah, dass sie uns so viel Schaden machen können. Schon eine kleine Unverschämtheit, möchte ich behaupten. Aber gar kein Problem. Ich würde mal gerne die hier alle nach drüben schicken.
Hier unten dürften aber auch noch welche sein. Ja, wir leben gefährlich. Besonders Robin. Hier dürften eigentlich auch noch welche sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Moment. Der hier ist schon passé. Okay. Komm raus, Mutant, komm raus. Jetzt kommt der hier auch nicht mehr raus. Peter. Hier hinten sind wen. Hier sind. Das sind einige dort hinten. Ach, der steht da irgendwo. Was macht denn der? Wo ist denn der? Gastanks? Ja. Ich lebe gerade sehr gefährlich, ich weiß. Was macht denn der? Hallo? Das war sehr effektiv. Einfach mal selber Schaden hinzugefügt. Gut. Der ist tot. Der ist tot. Ich glaube, unsere Kollegen hier drüben haben gut aufgeräumt. Dann könnt ihr schon mal hier langlaufen. Ja, und Peter. Ja, ich sollte vielleicht mal Peter auswählen. Peter hat... Hat der irgendwas Hilfreiches dabei? Nein, nicht wirklich. Was macht die denn? Hä? Wie sind da... Wie ist denn die Eis da durchgelaufen? Also ernsthaft jetzt? Okay. Gut. Meinetwegen. Eis. Wir können mal hier nach unten gehen, dann sehen wir schon mal, was auf uns wartet. Anscheinend so einiges. Aha, wo führt denn das hin? Aber das führt wieder nach oben. Ich glaube, den Eingang wollten wir vorhin nehmen. Aber da war ich ja zu unfähig. Hier ist noch eine Leiter. Jetzt ist eben die Frage, finden wir hier alles, was wir brauchen? Das weiß ich eben nicht. Wir können ja jetzt einfach mal alle hier unten versammeln. Peter. Wobei ich Peter ehrlich gesagt wieder in die Richtung schicken würde. Auch wenn das gefährlich ist. Ja, genau. Wir haben doch schon gut aufgeräumt hier hinten. Dann nochmal hier entlang. Und dann können wir die drei auch nochmal in den Untergrund schicken. Dann sind wir wenigstens etwas weitergekommen. Ich weiß, es hat wieder gedauert. Huch. Diese Hintergrundgeräusche. Okay. Gut. Dankeschön, Spiel. Okay, ab nach unten. Und zwar... Ja, ja, ja. Okay. Da kommen sie eins nach dem anderen. Sehr schön. Okay, alle sind unten angekommen. Dann können wir einfach mal alle heilen. Wie immer. Robin. Einmal schön bandagieren. Dann sieht die Welt auch schon gleich besser aus. Und wir speichern natürlich. Und zwar den hier sicher, sicher. Denn wir sind jetzt unten angekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der General, wo ist der Verräter? Also der ehemalige Paladin. Ich würde auch mal gerne Paladin werden übrigens. Eine Powerrüstung würde mir allzu gut stehen. Hier drüben haben wir schon mal Mutanten, mit denen ich mich nicht unbedingt anlegen möchte. Oh mein Gott. Ich meine, es sieht schon mal etwas übersichtlicher aus als oben, ehrlich gesagt. Von daher begrüße ich das Bücherregal. Bücherregale sind sehr wichtig, denn Lesen bildet und erhöht unsere Fähigkeiten gleichermaßen. Und zwar ein Feldarzt-Kit. 3 Super-Medipacks, sehr gut. Und Kaliber 50. Na schön. Da sage ich nicht nein. Und zwar einmal... Ja, ich nehme mal so eins. Die haben zwar Nebenwirkungen, aber hey. Feldarzt-Kit. Das hat keine Folgen. Okay. Dann eben nicht. Dann können wir das eventuell später...
einem anderen Charakter geben. Ist da irgendjemand? Ich glaube nicht. Das ist furchtbar ruhig. Zu ruhig, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt höre ich hier wenigstens noch die Schritte. Hier ist ein Mensch. Das könnte doch der ehemalige Paladin sein. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Ich bin ja leider kein Experte. Wir werden sehen. Der General wird es wohl eher nicht. Zurück. Gasbell, was machen die denn? Also die leben sehr gefährlich, wollte ich mal kurz anmerken, wenn die hier wirklich mitten in Gasbehältern herumstolzieren. Ist ja kein Wunder. Und Peter ist gestorben. Warum haben die überall um sich herum Gasbehälter platziert? Aber wahrscheinlich zum Bewachen. Ist aber nicht gerade sehr vorteilhaft für die Kollegen. Okay, sicher, sicher. Ist natürlich wieder hier. Ja, komm. Hier kann ich auch noch aufstehen. Hier sind ja keine Gegner. Ja, rennen können die meisten trotzdem nicht. Ach, Mann, oh Mann. Hanteln. Ich glaube, sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Peter. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Also 50er Kaliber kann ich ja nicht gebrauchen. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also wie gesagt, hier drüben ist auf jeden Fall ein Mensch. Ob der General hier ist, weiß ich natürlich nicht. Ich nehme es aber einmal stark an. Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne Robin und Peter, Inventar. Dann soll er einmal, boah, 8 Stimpaks. Ein super Stimpak nehmen. Da fühlt man sich gleich viel besser. Und Robin können wir gleich mal vorausschicken. Okay, nachladen. So, Robin. Okay, aufgepasst. Ich versuche mein Bestes, aber anscheinend ist das sehr gefährlich. Ja, schieß auf die Belter, Mann. Komm. Boah. Haben wir was abgekriegt? Ist denn da auch tot? Na, Gott sei Dank. Was für eine Aktion. Peter. Fängt ja schon wieder gut an, wenn ich die Charaktere alle paar Minuten hochheilen muss. Nicht sehr vorteilhaft, Robin. Völlig kalt. Schön für dich. Ja. Okay. Gasbehälter, ja, die sind ja soweit hochgesprengt worden. Speicher noch einmal. Ja, ich meine, wir sind ja sehr weit vorgedrungen, also kann ich hier auch mal wieder speichern, auch mal hier unten. Und wir müssen den Boss erledigen und General Barnicky finden. Supermutant, die untersuchen wir gerade. 24 Splittergranaten, natürlich. Ich habe ja schon eine ganze Sammlung angelegt an Splittergranaten. Wirklich großartig. Ah. Tokomata. Tokomata. Jetzt haben die Roboter General Barnicky. Aber Tokomata? Hat sich der Paladin umbenannt? Ist das jetzt der Anführer? Oder ist das nur so ein anderer Typ? Hier ist ja noch ein Mensch. Bin mir da leider nicht sicher. Tut mir leid. Speicher nochmal. Das könnte jetzt nämlich sehr gefährlich werden. Explosiv geradezu. Ich kann es einfach mal ihn reinschicken. Ah, wir können mit ihm reden. Gemorin? Gemorin, bist du das? Aha. Ich habe dich enttäuscht, Herr. Wir alle haben dich enttäuscht. Dieses eine verdammte Monster hat die gesamte Mannschaft ausgelöscht. Sie haben uns vernichtet, diese Kreaturen. Sie fühlen keinen Schmerz. Früher
habe ich das auch mal gedacht. Sie haben sich meinen Gefangenen geschnappt. General Barnacki. Verdammt. Ich hatte doch nicht mal genug Zeit, irgendwelche Informationen aus ihm herauszukriegen. Der Kerl ist eine harte Nuss. Kann Mutanten nicht ausstehen. Du hättest es sehen sollen, Gamorrean. Er sieht aus wie ein zorniger Gott. Speit Feuer und Tod. Meinen Tod. Ich sterbe. Ich... Tut nicht mehr weh. Warum ist es so hell? Bitte, nicht schon wieder dieser verfluchte Roboter. Meister. 4000 Erfahrungspunkte erhalten. Das war dramatisch. Okay. Kolben-Handschuh und Barnekis Brief. Okay, vielleicht sollen wir den erstmal mitnehmen. Okay, also uns hat gerade der Tokomata für den ehemaligen Paladin gehalten. Ich kann jetzt hier nochmal gucken, genau. Töte Gamorrean, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und er hat uns gerade für eben diesen Gamorrean gehalten, also wie gesagt für den Anführer eben. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen ihn hier antreten, deswegen bin ich da etwas vorsichtig vorgegangen. Und was meint er mit Robotern und Monstern? Meint er die Deathclaws? Meint er andere Wesen? Das interessiert mich jetzt wirklich. Bitte was? Das war jetzt aber nicht geplant, Kollegen. Na komm schon. Okay. 31 noch. Boah, der hält auch viel zu viel aus für meinen Geschmack. Komm schon, komm schon, komm schon. Gleich ist er weg. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Steinhallen. Da haben wir noch einen. Das hat er nämlich direkt angegriffen, das war gar nicht geplant. Supermutant. Das war aber eine sehr harte Nuss. Ach du Heilige, okay. Ich sehe schon. General Barnacki wurde also entführt. Also, ich meine, er wurde hier gefangen gehalten und wurde dann entführt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir hier am besten vorgehen. Hier drin war... Oder ist Gamorrean da drin? Das kann natürlich sein, dass er wirklich hier drin ist. Ja, wahrscheinlich. Ich nehme es an. Ich nehme an, dass wirklich hier Gamorrean ist. Und wir müssen ihn töten. Aber den General würden wir ja leider nicht befreien können, denn der wurde ja auch entführt. Sehr interessant. Finde ich gerade wirklich sehr spannend. Muss ich zugeben. Spiel speichern. Ja. Das heißt, wir... Ah, ich bin mir da unsicher. Der hat, glaube ich, einen Flammenwerfer, oder? Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal laden. Der ist immer noch unverletzt. Okay. Ich glaube, er hat einen Flammenwerfer. Das wäre eine sehr nette Sache. Nochmal laden. Ja. Also hier sind nochmal zwei. Wenn ich das richtig sehe. Ach, verdammt. Okay, komm, beweg dich. Nein! Mann, da wollte ich gar nicht rein. Und gerade diese Großen hier, die halten so einiges aus. Ja, ich müsste dann wahrscheinlich die ganze Truppe reinschicken. Aber diese Großen, die so viel aushalten... Ich glaube, unsere Munition ist leer, ja. Ich glaube, die haben nur Nahkampfwaffen und deswegen auch sehr interessant. Okay.
Ja, ich glaube, das können wir sogar hinkriegen. Ausnahmsweise mal. Ich habe einen Plan, Leute. Okay, Eis. Molotov-Cocktails habe ich auch noch nie benutzt. Wäre mal sinnvoll. Okay. Und tschüss. Was für eine Aktion. Okay, Peter. Guck, guck. Ja, ich habe meinen Spaß. Von hier aus erwische ich den nicht. Ja, der Flammenwerfer ist tückisch. Nicht unbezwingbar, aber doch tückisch. Was soll ich ihn mal hier nach hinten schicken? Das bringt nichts. Ich wollte möglichst nah an den Gegner kommen mit dem kleinen Geschütz, aber das war doch eher ineffektiv. Eis. Ja, die Scharfschützen. Eigentlich, Robin, ist der immer noch außer Atem? Ja, natürlich. Die nimmt auch so viel Schaden. Die nimmt definitiv mehr Schaden als die anderen. Die anderen sind da resistenter. Da bin ich mir sehr sicher. Sicher, sicher. Ja. Okay. Können wir mal kurz gucken, was wir so alles dabei haben an Gegenständen. Ja, Peter hat 24 Granaten dabei. Das höre ich natürlich gerne. Schubs. Okay. Hey. Achso, ich glaube, wir haben den Wurf abgebrochen. Okay. Ah, wenn man direkt wegläuft, dann wird der Wurf auch abgebrochen. Interessant, Robin. Jetzt bin ich ihn wenigstens von der Tür losgeworden. Wir sind aber auch viel zu nah dran. Ich meine, die haben ja ihren komischen... Okay. Ja, doch, aber der macht auch sehr viel Schaden. Ja. Der Supermutant da drüben, der macht ordentlich Schaden. Boah, aus der Entfernung, der führt uns hier direkt 27 Trefferpunkte hinzu. Das ist ordentlich. Sicher, sicher. Spiel, ja. Boah, ich lade nochmal. Wir müssen ja nur den Boss loswerden. Also, könnte es auch eine Kamikaze-Aktion starten, aber ob das dann Sinn der Sache wäre, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hoch. Genau, einmal hier. Und jetzt würde ich einfach mal mit dem hier durchrennen. Ja, aber der stirbt wahrscheinlich auch, bevor er am Ziel ist. Komm schon, steh auf. Ich sag's doch, der stirbt, bevor er am Ziel ist. Alle inkompetent hier. Außer ich natürlich. Ich bin hier der Profi. Man sieht es doch. Natürlich. Großartig. Aus der Entfernung werden wir natürlich auch mit dem Kleingeschütz eher... Ich revidiere die Aussage. Mit dem Geschütz werden wir sehr viel ausrichten können. Ich dachte, aus der Entfernung wäre der Effekt eher gering, aber anscheinend hat das doch schon ganz gut reingehauen. Da kann ich sogar mal speichern. Das ist es mir wert. Eins, speichern. Ich würde es noch gerne den Typ da in der Ecke loswerden und dann können wir einfach mal die Kollegen da stürmen. Willkommen, Brüder. Oh. Willkommen. Ja, hallo. Soldaten sehe ich hier vor mir.
könnten euch doch nur die Ältesten von der Westküste sehen. Sie würden endlich einsehen, wie gut es ist, das Wissen und Können der Bruderschaft mit anderen zu teilen. Aber ich schweife ab. Glaubst du, du kannst den Feind aus dem Westen aufhalten? Deine Augen verraten dich, Bruder. Sie verraten mir, dass du noch nicht einmal verstehst, wer oder was dieser Feind eigentlich ist. Die Ältesten waren schon immer blind gegenüber dem, was nicht gerade direkt vor ihrer Nase passiert. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich fürchte, dieses Mal ist der General nicht hier, um dich zu retten. Und du kannst mich nicht retten. Oder dich selbst. Zeig mir also, was du gelernt hast. So soll es sein. Komm schon. Ja. Ich würde den hier noch gerne... Wieso treffe ich den denn nicht? Also ohne Witz jetzt, ich treffe den gar nicht. Der ist ja anscheinend immer noch unverletzt. Hä? Ich habe jetzt mindestens 5 Mal auf ihn geschossen, aber er scheint ja eher wenig... Na schön, da hatte sich einfach mal wieder der PC verabschiedet. Wir müssen immer noch den Boss der Mutanten umlegen. Und zwar, wie gehen wir jetzt am besten vor? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir nämlich sehr unsicher. Wir haben nämlich noch hier einen Mutanten und... Achso, wir stehen gerade. Ach, wir hatten den einen noch umgelegt. Okay. Genau, stimmt. Können wir mal kurz hier angrapschen. Ja, gut, die Waffe. Naja, die können wir verkaufen, immerhin. Und da drin sind, glaube ich, noch 2 Mutanten und der Boss und hier draußen ist noch einer. Und dem konnte ich bisher noch keinen Schaden zufügen. Aus welchen Gründen auch immer. Da bin ich mir etwas unsicher. Wir haben hier immer noch den Brief von Barnacki, dem General, der ja auch entführt worden ist von irgendwelchen Monstern oder Robotern oder irgendwie sowas. So, jetzt werden wir gleich wieder angelabert. Ja, das kennen wir schon. Au. Ja, ich wollte schon sagen, ich denke nicht, dass ich das lange überleben werde. Spiel laden. Okay. Ich würde einfach gerne erstmal diesen Mutanten ausschalten, dass wir den los sind. Aber wie wir das anstellen, das ist wieder die andere Frage. Ich meine, er hat ja einen Flammenwerfer. Heilige nochmal. Pass bloß auf, Junge. Flammenwerfer sind gefährlich. Man sieht es. Spielladen. Und wie viel Leben hat er insgesamt? Peter? So. Ups. Moment, 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 Moment. Eis. Die ist natürlich total agil. Man sieht es. Sie sprintet geradezu. Danke. Okay. Ich kann die aber... Ich kann den von hier nicht... Doch, kann ich. Jetzt versteckt er sich natürlich da in der Ecke. Der feige kleine Mutant... Na. Von hier aus könnte ich den nämlich abschießen, aber er würde wahrscheinlich mich nicht treffen. Der ist richtig feige, der Typ. Der hat sich hier in seiner komischen Ecke verkrochen. Seine kleine Unverschämtheit. Ja. Ich gehe mal in die Richtung hier. Ach, das können wir natürlich auch machen. Und weg hier. Nein, beweg dich. Ich glaube, Eis kriegt auch was ab. Au. Moment, mich interessiert jetzt nur, wie viel Leben der noch hat. 100. Normaler Schlag. Wir machen dem quasi so gut wie keinen Schaden. Okay. Warum nicht? Und den hier werde ich auch nicht los.
Das finde ich ja schon etwas unverschämt. Kann Robin? Ja, der Robin ist natürlich außer Atem. Natürlich. Beide Scharfschützen sind erledigt. Und tschüss. Der hat uns nicht mal angegriffen. Aha. Ja, Peter. Die können meinetwegen gerne mal alle hier nach drüben kommen. Okay, Peter. Wie viel Leben hat er noch? 105. Na, theoretisch sollte der noch machbar sein. Und Eis. Die lebt doch gefährlich. Also wie immer. Komm schon, Bewegung, Bewegung. Ja, sehr gut. Okay, ich kann natürlich jetzt beide. Na, großartig. Ich kann hier natürlich beide Scharfschützen platzieren, wie ich lustig bin, aber wenn der sich hier jedes Mal bückt, um sich zu verkriechen, dann wird das ein bisschen schwieriger. Ernsthaft jetzt? Okay, Peter. Es ist echt. Der Robin schießt auch erst viel zu spät. Ihr seht es ja. Das ist schon echt bitter. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, beweg dich. Jetzt greift den an, Mann. Ja, okay, ich hab. Hä? Was mache ich denn? Huch, der. Warum ist der K.O.? Greift den an, na los. Auf den schießen. Beeilung. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Ist er tot? Ist er tot? Ja. Das kam gerade sehr unerwartet, deswegen bin ich etwas verwundert. Beta heilen? Okay. Wieso haben wir den denn jetzt so schnell K.O. gekriegt? Ich meine, wir sind zu viert. Wir sind das B-Team. Da wisst ihr ja Bescheid. Aber trotzdem, ich bin etwas verwundert. Der kam mir nämlich doch gut ausgerüstet vor. Ah ne, lebt der nicht noch? Tot. Ja, der ist tot. Weil eben hatte ich nochmal 63 HP gelesen. Deswegen hatte ich mich gewundert. Ach, ich bin überladen. Ach so. Na, wenn es nur das ist, dann schmeißen. Ja, komm, die kann weg. Den können wir auch nochmal gerne erledigen. Ich speichere nochmal gerade.